Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Katrin Büsing, ich bin hier Studentin im vierten Semester für Grundschullehramt, Deutsch und Evangelische Religion. Und jetzt, wo ich schon erzähle, teile ich euch Informationen mit. Wir haben eine Form des Dialogs, genauer gesagt einen technischen Dialog. Und diese reine Wiedergabe von Informationen ist ein technischer Dialog, ein reiner Sprechakt. Ich teile Informationen mit. So sieht's Martin Buber. Das, was er als technischen Dialog bezeichnet, das nennen wir allgemeinhin Kommunikation. Was macht jetzt aber eigentlich Kommunikation aus? Was macht Dialog aus? Gibt es noch irgendetwas dazwischen? Und ist ein Gespräch nur ein, Zitat, sinngeladenes phonetisches Ereignis? Und was hat eigentlich Gott mit all dem zu tun? Buber, welcher die Dialogphilosophie mit Beginn der 1920er Jahre maßgeblich prägte, wählte nicht den Ansatz des Individuums alleine als Ausgangspunkt für das Sein. So war das beispielsweise bei René Descartes der Fall, der den Satz "Ich denke, also bin ich" geprägt hat. Ich kann alles anzweifeln, aber ich bin ich auf jeden Fall. Und bei Buber hingegen geht es immer um Beziehungen. Er hat auch mal geschrieben, im Anfang war die Beziehung. Eine Anspielung auf den Beginn des Johannesevangeliums. Er begreift den Menschen nicht nur als Individuum, welches kein Gegenüber braucht, wie Descartes es sagen würde. Und diese Beziehungen, die können Menschen in drei Bereichen haben. Nämlich mit der Natur, mit anderen Menschen und auch bei geistigen Wahrheiten, wie zum Beispiel bei Religionen, sind Beziehungen möglich. Und dabei gilt es, drei Grundbegriffe zu unterscheiden: das Ich, das Du und das Es. Das Ich steht dabei immer in Verbindung mit dem Es oder dem Du. Man kann nicht über das Ich alleine reden. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Die Ich-Es-Verbindung kann dabei fast alles sein. Es geht darum, wie Dinge wahrgenommen werden, wie Menschen wahrgenommen werden, vielleicht auch wahrgenommen werden wollen, warum man wie handelt. Es kann also zu beinahe allem in der Welt eine Ich-Es-Beziehung pflegen. Den Fokus möchte ich aber auf die Ich-Du-Beziehung legen. Es steht schon im Namen, es geht um Beziehung, es geht um wirkliche Begegnung. Ich mache mein Gegenüber nicht zum Gegenstand. Ich weiß nichts über mein Gegenüber. Ich kann das Du nicht zum Du machen, es muss zugesprochen werden. Eine Beziehung zueinander. In einer Beziehung besitze ich mein Gegenüber nicht. Ich kann keinen Anspruch stellen, mein Gegenüber zu verstehen. Und das wäre auch überhaupt gar nicht möglich. Man merkt schon, es geht bei der Ich-Du-Beziehung nicht um Worte. Es reicht kein reiner Sprechakt, es braucht eine Haltung. Es ist eine Begegnung ohne Vorannahmen, ohne Zweck, ohne Gier. Ich ordne mein Gegenüber, ich ordne mein Du nicht in Kategorien ein und vor allem, ich will es auch gar nicht. Kein reiner Sprechakt, eine Haltung. Dadurch, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist, braucht er das Du. Hätte man nur Ich-Es-Beziehungen, es würde was fehlen. Damit kann zwar erklärt werden, was etwas ist, wie Dinge funktionieren, aber das Wesen, das Eigentliche, kann mit der Ich-Es-Verbindung niemals erklärt werden. Es fehlt das Du oder wie Martin Buber es selbst sagen würde, das wäre ein Albtraum. Das Ich alleine kann dadurch, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist, nur eine begrenzte Sicht auf Dinge haben. Es braucht das Gegenüber oder halt den anderen, wie Buber das nennt. Wie sieht das jetzt aus, wenn zwei Ichs mit ihrer begrenzten Sicht aufeinandertreffen? Es braucht dafür verschiedene Voraussetzungen. Eine davon ist die beschriebene Begrenztheit auf die Welt und es gibt die Wahrheit. Eine weitere ist die Rückhaltlosigkeit. Wenn ich jemandem im wirklichen Dialog begegnen möchte, ein echtes Gespräch führen will, dann habe ich meine Meinung und ich stehe dazu. Auch mein Gegenüber hat seine oder ihre Meinung und steht dazu. Wir können uns gegenseitig erzählen, was wir für wahr halten, was wir für falsch halten, aber wir begegnen uns dabei auf einer Ebene, auf der niemand einen Wahrheitsanspruch für sich stellt und in der beide Meinungen koexistieren können. Ich bleibe aber auch gleichzeitig mir selbst treu und ich stehe zu meinen Ansichten, ohne sie als die eine Wahrheit zu präsentieren. Ihr seht schon, das ist eine wunderbare Grundlage für zum Beispiel interreligiösen Dialog, für Konfliktlösung, für friedvollen Dialog im Allgemeinen, denn Unstimmigkeiten und Konflikte werden nicht ignoriert, sie können verbessert werden, eben durch den Dialog. Eine weitere Voraussetzung ist die Offenheit. Wenn ich in ein Gespräch trete mit den Voraussetzungen der Begrenztheit, dass ich nicht alles wissen kann, die Wahrheit nicht kennen kann und auch der Rückhaltlosigkeit,
dass ich keinen Wahrheitsanspruch stelle und keine finale, absolute Meinung habe, muss ich dem anderen, meinem Gegenüber, offen sein. Ich muss mich auf neue Sichtweisen einlassen können und mich meinem Gegenüber zuwenden können. Auch das ist ein Zeichen von Haltung und nicht nur von einem reinen Sprechakt. Offenheit bedeutet aber gleichermaßen auch, mein Gegenüber nicht in Kategorien einzuteilen, einteilen zu wollen. Und ich gehe damit auch ein Risiko ein, mich vom Gegenüber berühren zu lassen, mich verändern zu lassen. Wenn ich eine dieser Voraussetzungen nicht mit einbringe, kann nicht mehr die Rede von einem echten Dialog, einem echten Gespräch sein. Es bedeutet aber auch nicht, dass ich in einem echten Gespräch ausnahmslos alles von mir teilen muss. Es ist also auch ein echter Dialog möglich, wenn man einfach nur nebeneinander sitzt und schweigt. Wenn eine dieser Voraussetzungen fehlt, kann auch von einem als Dialog getarnter Monolog gesprochen werden. Dabei stellt man sich selbst und seine Ansichten dar, aber die Offenheit an das Gegenüber fehlt, der Wunsch nach Kennenlernen fehlt. Es geht darum, einen Eindruck zu hinterlassen, Aspekte, die bei einem echten Gespräch nicht zu finden sind. Das ist dann auch die dritte Form des Gesprächs, wie Martin Buber sie unterscheidet, das technische Gespräch, den echten Dialog und den als Dialog getarnten Monolog. Die Philosophie hinter dem Ich-Du ist, dass Tiefe entdeckt wird. Tiefe zwischen zwei GesprächspartnerInnen, zwischen dem Ich und dem Du. Bei echten Gesprächen gibt es ein Dazwischen. Etwas, was die Beziehung schafft. Buber spricht dabei in seinen früheren Schriften von dem Geist, später von einem Zwischenmenschen, der mit einem verbunden ist und eine Art dialogische Zwischenperson schafft. Und ich zitiere Buber: Zwischen ist nicht eine Hilfskonstruktion, sondern wirklicher Ort und Träger zwischenmenschlichen Geschehens. Zitat Ende. Das Zwischen sorgt also überhaupt erst dafür, dass es eine Beziehung, eine Begegnung, ein echtes Gespräch geben kann, einen echten Dialog. Und ich zitiere erneut, wie ich davon zu Beginn schon einige Worte zitiert habe: Ein Gespräch ist ein sinngeladenes phonetisches Ereignis, dessen Sinn weder in einem der beiden Partner noch in beiden zusammen sich findet, sondern nur in diesem ihrem leibhaften Zusammenspiel, diesem ihrem Zwischen. Zitat Ende. Dieses Zwischen zeigt einmal mehr, dass es nicht nur um Worte geht, sondern um Haltung, die dahinter steht. Dass ein echter Dialog auch dann möglich sein kann, wenn nicht gesprochen wird. Ohne das Zwischenmenschliche kein echter Dialog. Und ich möchte nun eine besondere Ich-Du-Beziehung anführen, die sich in dem Zwischen offenbart. Die Beziehung zu Gott. Gott ist dabei das ewige Du. Und Buber war der Ansicht, dass Menschen eine Beziehung zu Gott aufbauen können, indem sie in eine Beziehung mit anderen Menschen treten, dabei sich selbst treu bleiben und echte Dialoge führen. Es ist ein Wechselspiel von Ich und Du in Beziehung zueinander mit dem Zwischenmenschen und auch mit Gott, welcher durch und in dieser Beziehung da ist. Dabei betont er auch immer wieder das Und in diesen Beziehungen. Das Und in Ich und Du, Gott und Mensch. Und es hat den Zweck, der Welt liebevoll zu begegnen, der Kern seiner Spiritualität. Immer wenn wir einen echten Dialog führen, also ein Du anreden, reden wir auch das Ewige an, das ewige Du. Gott ist im Dialog. Und durch die Begegnung mit anderen Menschen offenbart sich Gott also. Gott wird zur ewigen Gegenwart, wie Buber es nennt. Gott ist überall und immer dann gegenwärtig, wenn Menschen in einen Dialog treten. Die Begegnung von Gott und Mensch im Dialog ist die Urbegegnung aller menschlicher Beziehungen. Man kann Gott auch nicht einfach suchen und finden, weder in der Welt noch außerhalb, sondern Gott ist in dieser Beziehung, sofern man sie denn zulässt. Was kann das jetzt für uns bedeuten, so ein echtes Gespräch? Wenn wir mit jemandem reden, haben wir nach Buber zwei Möglichkeiten. Wir können sein und wir können scheinen. Wir können uns zeigen, wie wir sind, wir können uns selbst treu bleiben und wir können uns auf unser Gegenüber einlassen. Wir brauchen Gott, um sein zu können. Wir können aber auch scheinen. Wir geben ein Bild von uns ab, welches wir kreieren möchten und beeinflussen somit, wie wir wahrgenommen werden. Aber das Scheinen, einen bestimmten Eindruck hinterlassen zu wollen, das geht nicht auf Dauer. Irgendwann wird man sich dabei verrennen und kann das Bild, welches man errichtet hat, nicht mehr aufrechterhalten. Und gleichzeitig wird das Zwischenmenschliche, was bei einem echten Dialog auftritt, in seiner Existenz bedroht. Das liegt nicht etwa an dem Inhalt, den man gerade mitteilt, sondern am Wesen selbst. Ihr seht, es kann gar nicht zum echten Dialog in Gänze kommen. Die Grundvoraussetzungen, die fehlen. Die Treue, vor allem sich selbst gegenüber, fehlt auch. Zu Beginn sagte ich, dass das, was ich hier erzähle,
am ehesten ein technischer Dialog ist. Bloße Kommunikation, wenn man so möchte. Eine Weitergabe von Informationen. Ist es das nur? Gab es auch Anzeichen eines echten Dialogs? Vielleicht auch ein Dazwischen? Und mit wem führen wir eigentlich und mit wem führt ihr eigentlich echte Dialoge? Vielen Dank.